In den Sahihain wird überliefert, im Hadith von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ta'ala sagt, das nennt man Hadith Qudsi. Sahih? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, in einem Hadith, Allah ta'ala sagte, das nennt man dann Hadith Qudsi. Die Hadith al-Qudsiya, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Hadith al-Qudsi und dem Koran? Und beides sind ja sozusagen Aussagen, die Allah Ta'ala zugeschrieben werden. Nummer eins, eines der wichtigsten und größten Unterschiede, die mit der Überlieferung zu tun haben, des Hadith Qudsi und des Koran, dass der Koran Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe mutawatir ist. Ja? Das heißt, er wurde mannigfach überliefert. Jedes einzelne Wort wurde von Hunderten von Menschen in jeder Generation überliefert und weitergegeben, mündlich sowie schriftlich, dass jeder kleinste Fehler ausgeschlossen ist in der Übertragung des Korans. Daher siehst du die Ausgaben des Korans vom Westen bis Osten, Norden und Süden, wohin du auch gehst, immer dieselbe. Keine Unterschiede. Also ich meine, wenn man von einer Qira'a ausgeht. Oder in den Masahif, yani. Der Al-Hadith al-Qudsi ist aber nicht so. Beim Al-Hadith al-Qudsi gibt es Texte, die sind mutawatir. Gibt es Ahad, gibt es Unmengen von unauthentischen Texten. Das ist eines der größten Unterschiede. Der zweite Unterschied, die Frage, die sich nämlich stellt, der Wortlaut. Der Wortlaut des Koran, das sind Allahs Wortlaute. Aber im Hadith al-Qudsi ist die Bedeutung yani von Allah Ta'ala vorgegeben oder angegeben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in seinen Worten formuliert, oder ist das auch der Wortlaut Allah Ta'alas? Darin sind die Muhaddithun, die Ulama sind sich darin uneinig. Also dann gibt es nebensächliche Ahkam, wo der Koran sich vom Hadith Qudsi unterscheidet, wie zum Beispiel, aber auch wenn wir davon ausgehen, dass der Wortlaut des Hadith Qudsi von Allah Ta'ala ist, darf man damit im Gebet, das im Gebet rezitieren, ist nicht möglich. Brauchst du für die Berührung des Hadith Qudsi den Wudu oder die Tahara, all das ist nicht der Fall.